Hallöchen, ich bin herzlich willkommen zu einem kleinen Video, was ich einfach mal so einschieben möchte. Generell für Leute, die CW-Clips sehr viel bearbeiten, bei uns aus dem Clan, keine Ahnung, sind Joni, also schaut auf dem Clan-Kanal vorbei. Da editieren wirklich viele Leute Sachen und es sind wirklich viele Clips mittlerweile schön zusammengekommen. Und ich wollte jetzt einfach mal euch zeigen, wie viel Arbeit wirklich da drinnen steckt. Ja, ich schneide jetzt bereits seit, ja, Viertel vor 12. Wir haben jetzt 13:41 Uhr und ich bin bei der, ja, gut bei der Hälfte der Clips angekommen, wie man jetzt hier sehen kann. Ich schieb das hier mal auf den zweiten Bildschirm, also Action. Und ja, das hier werden meine neuen Clips. Das Video werdet ihr wahrscheinlich vor den Clips sehen. Und ja, gehen wir mal auf diese Frequenz hier ein. Die habe ich jetzt schon fertig geschnitten. Wie ihr seht, ist hier so bei der Musik schon, ja, sieht es schon sehr laut aus, sag ich mal, also lauter und kraftvoller als in dieser Stelle hier. Oder halt am Anfang, ist ja auch logisch. Und ich persönlich editiere gerne mit einem Vibrationseffekt, den ich von Joni, also Unicorn HD, leicht abgeguckt habe. Grüße gehen raus an dich, ich finde den echt fresh, hast du wirklich gut gemacht, sag ich mal. Und ja, ihr müsst es wissen, in jedem dieser kleinen Kästchen hier, dieser Kasten hier, ist Frame für Frame eine andere Stellung von dieser Box hier. Wie ihr seht, verschiebt die sich jetzt immer und immer wieder auf diesem Bildschirm. Und das ist die Vibration. Und in jedem dieser Kästen, den ihr hier gleich seht, ist diese Vibration eingebaut. Das heißt, sagen wir mal, 7 Frames verändert pro dieser Kasten hier, sag ich mal. Da sind nochmal zwei Kästen, da sind zwei Kästen. Da ist ein Kasten, da ist ein Kasten. Und wenn ich jetzt mal rauszoome, werden das immer mehr. Ja. Und das ist sau viel Arbeit. Ihr müsst erstmal hier bei der Musik diese Beats raushören. Da müsst ihr genau da die Musik, die Clips rauscutten, wo ihr gerne haben wollen würdet, dann jeden einzelnen Frame hier verändern, wieder rausgehen und den nächsten finden. Und so sieht es dann halt bei mir zumindest aus. Ich weiß nicht, wie es bei Juni aussieht oder sonst wem. Aber das hier sind jetzt ja, knapp 30 Sekunden, etwas mehr. 40 Sekunden sind das hier vielleicht. Ich habe es jetzt gerade im Kopf richtig fett. Ja, nee, 30 Sekunden sind das hier. So. Dieser Bereich hier sind 30 Sekunden. Und für diesen Bereich habe ich knapp eine Stunde gebraucht. Wenn ich jetzt hier rauszoome, sehe ich 4 dieser Bereiche. Das heißt, ich brauche circa 4 Stunden, wenn ich das jetzt mal so grob hochrechne. 4 Stunden Schnittarbeit für ein Video, was im Endeffekt, ja, knapp 4 Minuten gehen wird. Und ja, ich möchte euch jetzt hier mit diesem kleinen Video einfach mal so vor Augen führen, wie viel Arbeit wirklich das ist, so ein CW-Clips-Video so zu editieren. Ich kann euch ja mal zeigen, wie das denn sein wo, wird. Ich suche jetzt hier den nächsten Beat-Drop raus, wie auch immer man das nennen mag. Hier ist mir auch noch nicht editiert. Müsste ich gleich nochmal machen. Aber hier ist es jetzt etwas beschissener. Da habe ich es schon gemacht. Ich mache es jetzt hier einmal kurz zu Ende. Dann habe ich es auch fertig. So, wie ihr seht, ich muss jetzt hier immer so einzeln Schritt für Schritt durchgehen und neue Veränderungen, sage ich mal, einfügen. Ich sage es jetzt sehr, ja, anfängerfreundlich, sag ich mal. Ich hau jetzt keine Begriffe raus, die jetzt keiner kennen mag. So, jetzt suche ich halt bei der Musik wieder den nächsten Drop, sag ich mal, Beat Drop, wie auch immer man das nennen mag. Da war keiner, habe ich schon mal gut gehört. So, hier habt ihr gerade gehört. Und da will ich jetzt eine Vibration einfügen. Und dann ist es bei mir jedes Mal so, dass ich so nah ran muss. Dann 1, 2, 3 nach links, 4 nach rechts von dieser Stelle aus. Und dann wieder Frame für Frame, Edit-Setup, den muss ich erstmal ganz nach rechts machen. So. Und dann wieder Frame für Frame editieren. Und das mache ich dann wirklich 4-5 Stunden lang jetzt hier. Und das ist dann, ja, 3 Viertel meines Tages gefühlt, die ich hier verbringe vor dem PC nur zum Schneiden. Bei Juni, und ja, ich kann jetzt nur Juni als Beispiel nennen,
Weil der ist halt wirklich fast genauso editiert wie ich. Bei den anderen weiß ich nicht, wie lange das dauert. Und mit Joni habe ich halt auch schon mal geredet darüber, deswegen kann ich das jetzt mit Joni als gutes Beispiel noch nehmen. Und ja, das ist halt echt sau viel Arbeit. Und vielleicht schätzen das nicht so viele Leute oder können es einfach nicht so viele Leute schätzen, weil sie nicht wissen, wie viel Arbeit darin steckt. Und mit diesem kleinen Video möchte ich jetzt hier einmal darauf aufmerksam machen, auch bei anderen Leuten, die das gut editieren, wie, keine Ahnung, Vira oder was weiß ich wer, wenn ihr so Videos seht, wo einfach nur so kleine, schöne, detaillierte Effekte drin sind, könnt ihr mal dieses Video zurück in den Kopf rufen und einfach mal denken, wie lange hat er daran gesessen? Und vielleicht lasst ihr dann doch einfach mal einen Kommentar oder ein Like da und gebt ein Feedback, weil ich kann euch nur wirklich versichern, dass sich Leute darüber dann echt doppelt und dreifach so viel freuen. Vor allem, wenn sie wissen, wie viel Arbeit in diesem Video gesteckt hat und wenn Leute das schätzen. Und ja. Ich hoffe, ich konnte euch das jetzt so leicht vor Augen führen. Ich werde jetzt hier noch ein paar Stunden dran sitzen, wahrscheinlich. Ich habe jetzt hier zwei dieser Dinger fertig. Seit 2 Stunden sitze ich hier dran gleich. Ich habe das hier ja noch nicht ganz zu Ende. Und ja, ich werde es jetzt gleich einmal einschieben. Werde ich das hier speichern, das Video hier reinziehen, rendern und durchhauen. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich euch das vor Augen führen kann. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass ich das jetzt einmal kurz so reingeschoben habe. Und ja, diese Clips werdet ihr morgen auf dem Kanal finden. Heute kam ja schon das Stats Push Video als Minecraft Video. Deswegen werdet ihr euch morgen am Montag auf dieses Video hier freuen können, wenn ich es bis dahin fertig bekomme, was ich aber hoffe, weil sonst würde ich dann bis 23 Uhr dran sitzen. Das ist ein bisschen unlogisch. Aber egal. Wie gesagt, morgen findet ihr dieses Video auf meinem Kanal. Heute dieses Infovideo plus das Stats Push Video. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Bis zum nächsten Mal und tschö. Mädel.